Hallo zusammen, ich bin hier auf dem Rastplatz. Mein Navi zeigt mir an 1400 Höhenmeter und es sieht traumhaft aus. Es sind 15 Grad. Hier ist so ein schönes Fjord. Ich gehe hier auch gleich mal ein paar Meter, um was zu filmen. Aber bis zur nächsten Stadt, also das hat keinen Namen jetzt gerade hier, was ich bis jetzt sehen konnte, sind es 110 Kilometer. Deswegen mal schauen, ob ich noch was sehe, wo ich hier genau bin. Auf jeden Fall an der E16. Das steht fest. Und wenn man die Wand hier hochschaut, ja, mir fehlen die Worte. Und das ist schon auf der ganzen Strecke so. Egal, wo man hinguckt, überall wieder Wasserfälle. Für mich ein Traum hier. Ja, hier seht ihr mal einen Teil vom Parkplatz. Hier werden auch so Kanu- und Kajaktouren angeboten. Eine wunderschöne Holzhütte da. Echt. Ein Traum hier. So, jetzt bin ich auf dieser Holzbrücke. Mit einer herrlichen Aussicht. Dort Richtung Geröllfelder im Hintergrund. Kleine Häuschen überall. Da sind so Lodges, wo man sich einmieten kann. Erkennt man sie überhaupt, da die so bewachsen sind? Ja, ne? Ich denke. Ja, sieht gut aus. Und hier zur anderen Seite wieder der Blick übers Fjord. Also ich muss sagen, diese kleine Holzbrücke hier, die schwingt in einer Tour. Also jetzt, wo ich hier so direkt am Wasser bin, man riecht, wie klar das Wasser ist. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja, das riecht, als wenn man ganz weiches Wasser trinkt und schmeckt. Es ist einfach herrlich. Jo, ich würde sagen, das war's mit der kleinen Runde. Jetzt geht die Fahrt weiter. Macht's gut, euer Markus.